Herzlich willkommen bei How to Hackbrett. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es 10 allgemeine Übetipps, die wirklich für jeden und jede relevant sind. Legen wir los. Nummer 1. In kleinen Happen üben. Man sagt dazu auch in Chunks üben in der Übeforschung. Es hilft einfach am meisten, wenn wir in wirklich kleinen Portionen von vielleicht 2 bis 4 Takten üben. Das kann das Hirn am besten verwerten. Wenn man zu lange Einheiten versucht, sich anzueignen, dann schaltet das Hirn irgendwann aus und sagt, das ist mir zu viel. Dann kann man sich's auch viel, viel schlechter merken und fragt sich dann, hey, warum geht's nicht voran oder warum kann ich die Stellen noch nicht genug oder warum schaffe ich das jetzt gerade nicht? Das ist immer ein Zeichen von, hey, ich muss das reduzieren, was ich gerade mache. Und da kann es einfach helfen, in ganz, ganz kleinen Einheiten zu üben. 2 Takte, vielleicht nur 1 Takt, je nach Komplexität des Stücks, bis 4 Takte. Das ist eine ganz, ganz gute Einheit. Nummer 2. Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit ist das A und O. Es hilft kein Paniküben vor der nächsten Hackbrettstunde oder ein Powerüben von einer Stunde und dann einen Monat lang nichts mehr spielen, weil das Gehirn liebt die Wiederholung. Wir sind eigentlich als Menschen Gewohnheitstiere und da spielt uns es in die Karten, wenn wir regelmäßig auf dem Hackbrett üben. Es müssen nicht Einheiten von einer halben Stunde bis einer Stunde sein. Das ist schon sehr, sehr viel und eher für fortgeschrittenere Schülerinnen und Schüler. Wenn man regelmäßig mehrmals die Woche, wenn man es vielleicht 3-4 Mal oder sogar jeden Tag schafft, dann das wäre natürlich das Optimum. 10 bis 15 Minuten konzentriertes Üben, wirklich total fokussiert, hilft uns das mehr auf lange Sicht als ein Bulimie-Üben. Nummer 3. Eine übefreundliche Umgebung schaffen. Man kann sich wahrscheinlich einfach nicht so gut konzentrieren, wenn nebenbei der Staubsauger oder der Fernseher läuft, wenn man einfach viele störende Geräuschquellen um sich hat, wenn man das Fenster offen hat und so weiter. Also beim Üben soll eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre herrschen, die man sich erleichtern kann selbst, indem man Handy ausschaltet zum Beispiel, auch in einen anderen Raum legt, sich durch nichts ablenken lässt, auch das Handy auf lautlos stellt, wirklich ganz konzentriert und gezielt üben für eine Viertelstunde, dann vielleicht eine kurze Pause oder auch aufhören, am nächsten Tag weitermachen oder dann noch eine zweite Einheit von 10 Minuten dranhängen. Wirklich komplett fokussiert und störungsfrei, wenn es geht. Nummer 4. Sich Ziele für die jeweilige Übeeinheit überlegen. Oft hat man natürlich ein konkretes Stück, an dem man arbeiten kann. Dabei sollte man sich wirklich ganz konkrete Ziele setzen, zum Beispiel Stück XY Takt 1 bis 8 in Tempo Viertel 60 spielen können. Das ist das Ziel für die heutige Übeeinheit. Es ist nicht das Ziel, dass man so gut wie möglich alle Töne trifft und was weiß ich, das könnte darin enthalten sein, das wäre natürlich schön, aber der Hauptfokus ist auf Tempo Viertel 60 Takte 1 bis 8. Nicht Takte 1 bis 10, nicht Takte 1 bis 16, Takte 1 bis 8. Je konkreter und genauer man Übeziele festlegt, desto genauer kann man sie messen und desto besser sind sie überprüfbar für einen selber. Man hat natürlich dann auch ein höheres Erfolgserlebnis, wenn man dieses Übeziel geschafft hat. Natürlich mit fortgeschrittener Übepraxis kann man sich mehrere Ziele stecken für die Übeeinheiten, auch je nach Komplexität des Stücks. Aber wichtig ist, konkret, wenn es geht, messbar, also schauen, dass man eine bestimmte Taktanzahl macht oder zum Beispiel eine bestimmte Metronomanzahl, die man einhalten will, dann kann man das auch leicht überprüfen, ob man dieses Ziel einhält oder nicht. Weil nichts ist frustrierender, als wenn man ein Stück nicht kann oder das Üben nicht so toll läuft und man weiß aber eigentlich nicht, woran es liegt. Meistens liegt es an der Unkonkretisierung eines Übeziels. Nummer 5. Nicht immer alles durchspielen wollen. Ich weiß, viele haben die Motivation, immer das Stück von vorne bis hinten durchzuspielen. Und dann bleibt man meistens an einer Stelle hängen und fragt sich, warum bleibe ich da jetzt hängen? Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Das ist aber
leider der nicht so günstige Weg. Wenn man merkt, man kommt über eine Stelle nicht drüber, bitte nicht von vorne spielen wollen. Weil man bleibt meistens dann immer an dieser Stelle hängen. Man muss dann einfach rausfinden und für sich selbst evaluieren, woran liegt es, dass ich diese Stelle gerade nicht überwinden kann. Liegt es daran, dass ich mir den Schlägelsatz nicht merken kann, dass ich nicht weiß, wie geht's jetzt mit welcher Hand wohin, welche Töne brauche ich überhaupt auf dem Hackbrett, wo sind meine Tonanordnungen oder bin ich rhythmisch unsicher? Da muss man sozusagen immer ein bisschen unter Anführungszeichen Detektiv oder Detektivin spielen. Warum klappt eine Stelle gerade nicht? Verschiedene Sachen vielleicht ausprobieren und erst dann, wenn man diese Stelle isoliert, ganz, ganz sicher spielen kann, dann kann man nochmal von vorne anfangen. Und wenn man dann immer noch hängen bleibt an dieser Überstelle, hat man vielleicht schon zu viel Angst aufgebaut, dass man die Stelle nicht schafft. Oder man muss nochmal schauen in einer Übeschleife, Korrekturschleife. Gibt es vielleicht noch eine andere Stellschraube, an der ich drehen muss, dass ich die bestimmte herausfordernde Stelle meistern kann. Da hilft es wirklich, immer in kleinen Einheiten zu üben und nicht immer komplett die ganze Wurst von vorne bis hinten durchspielen zu wollen. Tipp Nummer 6. Rotierende Aufmerksamkeit. Diese Technik kann einem helfen, stressfreier zu üben. Man will meistens in einem Durchgang alles unter einen Hut kriegen und das sorgt wirklich für Stress und vielleicht auch Anspannung beim Üben. Man will meistens die richtigen Töne spielen. Man muss erstens wissen, wo sind die überhaupt auf dem Instrument. Man muss überhaupt mal die Noten erfassen, im Gehirn verarbeiten und dann quasi aufs Instrument ausspucken. Das ist für viele auch schon ein Hindernis, den richtigen Rhythmus spielen und dann noch irgendwie darauf achten, wenn man vielleicht mit jemandem zusammenspielt, dass das richtig funktioniert. Kleiner Tipp am Rande, nicht zu früh mit jemandem zusammenspielen wollen, wenn man es selber nicht schon total gut beherrscht. Das kann für Stress sorgen. Und die rotierende Aufmerksamkeit ist eine Technik, bei der man sich nur auf eine Sache fokussiert. Zum Beispiel nur auf den Rhythmus in einem Übedurchgang. Man spielt eine abgeschlossene Einheit, die man sich gut merken kann. Zum Beispiel Takt 1 bis 4 in einem Stück. Meistens sind wir in 2, 4 oder 8 taktigen Phrasen unterwegs in der Musik. Also mit recht logischen Aufbauten. Gerade am Anfang, wenn man Hackbrett spielt, konfrontiert. Und man konzentriert sich bei einem Übedurchgang nur auf den Rhythmus. Spiele ich das wirklich so, wie es auf dem Blatt steht oder wie es mir eine Lehrperson vorgespielt hat? Wenn das nicht klappt, braucht man an die anderen Sachen gar nicht denken. Also auf eine Sache fokussieren, nur Rhythmus. Dann im nächsten Durchgang zum Beispiel auf die Treffsicherheit konzentrieren. Im dritten Durchgang zum Beispiel auf den Klang fokussieren. Und dann kann man versuchen, alle Sachen zu verbinden oder zwei Sachen zu verbinden, zum Beispiel Treffsicherheit und richtigen Rhythmus. Wenn man in diesen verschiedenen Übeeinheiten übt, ist man stressfreier unterwegs. Man muss nicht sofort alles spielen können, man kann sich's aufteilen. Man isst ja auch nicht Frühstück, Mittagessen und Abendessen auf einmal, sondern man trennt sich's auf, so ist es auch beim Üben in kleine, verdauliche Happen, in Chunks zerlegen und die rotierende Aufmerksamkeit verwenden, das kann einen sehr entstressen. Nummer 7. Aufnahmen machen. Das können Audioaufnahmen sein oder Videoaufnahmen. Das ist ja durch die heutige Technik sehr, sehr leicht möglich. In jedem Smartphone ist eigentlich eine Kamera drinnen oder es gibt Aufnahmetools. Das hilft einem wirklich, sich mal von einer neutraleren Position aus zu hören und zu sehen. Wie wirkt denn das eigentlich, was ich da mache am Instrument? Stehe ich vielleicht die ganze Zeit so da und ich merke das aber gar nicht beim Üben, weil man so in einem anderen Fokus drinnen ist, wenn man über dem Instrument steht, dass man gar nicht darauf achten kann? Spiele ich das Stück auch so, wie ich das haben will, oder will ich an einer Stelle noch viel mehr Forte machen, aber ich habe das Gefühl, ich mache das eigentlich, aber auf der Aufnahme hört man es vielleicht gar nicht so. Da kann es einem wirklich immer helfen, auch zum Beispiel vor einem Spiegel zu üben und eben
Aufnahmen, Audioaufnahmen und Videoaufnahmen kritisch zu hören, aus möglichst neutraler Perspektive. Das ist nicht ganz einfach, weil man ja selbst sich so auf eine bestimmte Art preisgibt, wenn man übt oder wenn man die Aufnahmen macht. Die muss man natürlich auch überhaupt niemandem zeigen. Aber es ist einfach mal wichtig, dass man so ein Self-Assessment von außen hat, um wirklich mal zu sehen, okay, halte ich die Schlägel richtig? Schaut es gut aus, wenn ich da am Hackbrett stehe? Oder schaut es irgendwie, ja, eben zum Beispiel mit gebücktem Oberkörper so aus, dass es auch haltungstechnisch nicht ganz günstig ist für einen selber? Da kommt man oft auf Sachen drauf, bei denen man meint, man macht sie sowieso, aber eigentlich ist es noch nicht so ganz der Fall oder noch nicht so rund. Also ab und zu kann es nicht schaden, gerade vor Auftritten oder vor Prüfungen bzw. vor Klassenvorspielen, dass man einfach mal Audio- oder Videoaufnahmen macht, um sich von außen zu hören und eine sozusagen dritte Meinung drauf schauen zu lassen oder drauf hören zu lassen. Nummer 8. Lange langsam üben. Man sollte sich natürlich nicht überfordern und zu schnell zu viel wollen. Natürlich will man schnell weiterkommen, man hat sehr wenig Zeit, man kommt vielleicht, wenn überhaupt, zweimal in der Woche zum Üben. Da ist es auch wirklich wichtig, langsam zu üben, um sich selbst nicht zu überfordern. Das Spielen und das Üben soll ja immer noch Spaß machen. Und man soll vielleicht auch zwischen Üben und Spielen unterscheiden. Üben ist quasi der aktive Arbeitsprozess und Spielen ist wirklich mal auf Teufel komm raus, ich mache egal, was passiert, einfach mal drauf los und schauen, wie es gerade läuft. Da kann natürlich auch einiges vielleicht nicht so optimal laufen, aber Üben ist wirklich der aktive, bewusste Prozess. Viele sagen natürlich auch, okay, üben ist jetzt vielleicht nicht so das schöne Wort, das klingt immer so nach Pflicht oder nach Muss. Vielleicht ist musizieren oder Musik machen oder Hackbrett spielen, trainieren, vom Sport kann man sich da auch einiges abschauen, vielleicht ist das bessere Wort für euch statt üben. Also findet auch eine Vokabel, die euch das Spielen auf dem Instrument oder das Trainieren auf dem Instrument etwas angenehmer und leichter macht. Und auch das Langsamspielen gehört wirklich dazu. Es geht auch darum, dass man sich selbst nicht überfordert, dass man zu viel von sich selber will. Immer so ein bisschen einschätzen, okay, schaffe ich das gerade oder muss ich meine Erwartungen und Anforderungen an mich selbst einfach ein bisschen runterschrauben. Gerade als erwachsene Person, wenn man mit einem Instrument komplett von vorne beginnt, hat man eine Erwartung an sich selber, dass man ja als Erwachsener super schnell lernt oder das vielleicht schneller als die Kinder hinkriegt. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Das heißt, immer entstressen, gerade Stücke, die man auch kennt vom Hören her, lieber 10 Minuten konzentriert üben und dann 5 Minuten Pause machen, als 15 Minuten am Stück und die Hälfte davon ist man nicht konzentriert. Nummer 9. Das Üben attraktiv gestalten. Vielleicht haben sich schon einige gefragt, warum ich da so kleine Figuren stehen habe. Man kann mit Hilfe der Gamification das Üben oder Trainieren auf dem Instrument etwas attraktiver gestalten. Zum Beispiel, wenn man mehrere Wiederholungen übt, Stichwort rotierende Aufmerksamkeit zum Beispiel, dann kann es helfen, wenn man diese Spielfiguren nimmt und immer nach einem Übedurchgang, zum Beispiel von der einen Seite vom Notenständer auf die andere stellt, dass man weiß, okay, diesen Übedurchgang habe ich erledigt. Man kann auch zum Beispiel die Farben mit bestimmten Techniken konnotieren, zum Beispiel Gelb steht für Rhythmus, Grün ist für die Treffsicherheit und so weiter, kann man sich das selber so ein bisschen visualisieren und auch sichtbar machen für den Übefortschritt, wie viele Wiederholungen zum Beispiel habe ich schon gespielt. Ein Würfel kann uns auch zum Beispiel dabei helfen, die Wiederholungen zu zählen, oder man verwendet den Würfel so, man würfelt eine Zahl und diesen Takt spielt man dann zum Beispiel. Also die 6 ist zum Beispiel gewürfelt und ich spiele mal nur Takt 6 oder von 1 bis zu Takt 6. Das gestaltet das Üben auch nochmal ein bisschen abwechslungsreicher und macht dann vielleicht mehr Spaß. Also die Gamification, das kann natürlich auch mit Apps passieren,
gibt es ganz, ganz viele Noten-, Lese-Apps, Übe-Apps, Musiktheorie-Apps, Gehörbildungs-Apps und so weiter. Da will ich jetzt gar keine Empfehlung unbedingt abgeben, weil es da wirklich sehr, sehr viel auf dem Markt gibt und immer neue Apps dazukommen. Manche sind vielleicht schon ein bisschen älter oder outdated. Da muss man für sich selber rausfinden, was liegt einem, welcher Vermittlungsweg entspricht einem am besten, welcher Lernweg passt auch zu mir. Durch die Apps kann man wirklich sehr vielseitige musikalische Dinge kennenlernen, auch Musikgeschichte zum Beispiel, viele gibt es kostenlos. Es gibt auch Apps, bei der man Audioaufnahmen in verschiedener Geschwindigkeit abspielen kann. Das kann einem sehr helfen für Play-Alongs, dass man das aufs individuelle Tempo herabsetzen kann oder dass man zum Beispiel in einer App Tonarten verstellen kann. Dass man es in verschiedenen Tonarten üben kann oder man kann es nur in einer bestimmten Tonart des Stück, dann kann man es in einer App zum Beispiel verstellen. Nummer 10. Ein Übetagebuch anlegen. Da sieht man wirklich nochmal schriftlich, schwarz auf weiß, was hat man geübt, wann hat man geübt, wie lange hat man geübt und welche Sachen, welche Übeziele hat man erreicht. Das kann man durch das Übetagebuch festlegen. Man hat einfach nochmal eine visualisierte Form des Übeerfolgs und ist dann vielleicht auch motivierter zu sagen, hey, ich habe das und das schon erreicht, ich mache ja eigentlich total viel, ich will noch mehr erreichen oder das lief schon super gut, da kann ich mich beim nächsten Mal drauf verlassen, dass ich das schon mal relativ gut geübt habe. Beim nächsten Übedurchgang kann ich mich auf was anderes konzentrieren. Also einfach eine Dokumentation der eigenen Trainingsleistung oder des eigenen Trainingsfortschritts zu machen. Oft ist man so alleine mit sich daheim beschäftigt beim Üben, man hat keine Kontrolle von außen, beziehungsweise nicht so viel Kontrolle. Man kann Audio-Video-Aufnahmen machen, sich mit dem Metronom auch ein bisschen selbst kontrollieren, aber man ist nicht wie in der Unterrichtssituation, wo man wirklich direktes Feedback von außen bekommt. Aber man kann durch das Übetagebuch einfach nochmal eine Verschriftlichung des Fortschritts visualisieren. Das kann einen selbst sehr motivieren und einfach helfen, weiterzumachen, weiter zu trainieren und am Ball zu bleiben. Habt ihr noch allgemeine Übetipps für mich? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann kann man sich vielleicht auch untereinander austauschen und vielleicht gibt es auch einen Übetipp, den ich selbst noch gar nicht weiß. Also überrascht mich. Wenn ihr weiterhin Videos von How to Hack Brett sehen wollt, freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.